Welcome to the Star Wars Show, Project Star Wars only for oldies. We are the first fan Star Wars 1978-1979 here in Germany. This is the second show, this is the time now in UK and USA. Fans in my show, I am at my company at work and come to become to a Kazuma. The camera mate is the show is out. But I'm a fan from Star Wars, roundabout international Star Wars are here, coming to my show, become out to my family, come to my shop or and so on. Okay, come becomes the camera mate, this show is again Germany show. Yes, science we not have any like in the USA of Disney, the Star Wars show. Wouldn't like to make contacts with Star Wars fans with the show, but sell nothing ever if I sit in my own company and speak with my arrow young. Of course, I also do that show in Germany in English. I grade the US and UK groups and Facebook because I have international consumers, but no Star Wars fans have consulted it in English to make hope you understand it and I have fun. Hello Star Wars fans around the secular universe. Okay, I hope you are coming to my show and listen my voice. I am a Germany people, I switch German English and I work very hard here in my shop. It's not here in Germany we have not so fans. We are in United Kingdom or United States of America. I sit here for my camera and I small talk with you, with Facebook, family, Star Wars and so on. But it's not here are in Germany the same. It's not the same because the Germany fans are another fans of America or United Kingdom. I hope you understand my voices, I hope you understand my show. I make this show, that the second show are only in English, around about English, but switching Germany. Yes, I switch brain, German. Ich begrüße euch total recht herzlich zur deutschen Show. Ich versuche hier was Bestmögliches daraus zu machen, was natürlich nicht möglich ist, weil die deutschen Fans ein bisschen anders sind wie die englischen Fans. Das ist eben so und eine komplette englische Sendung zu machen, muss ich schauen, ob es sich lohnt. Weil die Amerikaner haben natürlich eine bessere Show. Die haben natürlich viel mehr mit Star Wars zu tun. The Star Wars Show ist die beste, die da so jetzt momentan läuft. Wir haben leider Disney, ist alles in Ordnung, aber das deutsche Star Wars Verhältnis zu den Amerikanern und zu den Briten ist etwas anderes. Sogar in der Normandie in Frankreich ist das ganz anders. Das macht auch mehr Spaß. Hier in Deutschland macht es keinen Spaß, weil die deutschen Fans ein bisschen merkwürdig um die Ecke biegen. Das haben wir ja diskutiert und ich mache trotzdem weiter, auch bei der Arbeit. I switch now in English. I work now here in my shop. That's are not a Star Wars shop. There is a Star Wars community. It's okay. We are the film group. I'm a filmmaker, photo maker, and so on. That are only a copy and Medien House. And I work there. That's are my shop. You know? Yes, I think so. I might, if come, I must concert, I hope the Star Wars is a great number. Star Wars is a great moment for people around the world with talk about. But I must think only in English and I must transfer only in switching English. Yes, that is the first time for that. Yeah, it's a Twitch show of English Germany. I switch. Das ist die erste, also der erste Versuch, Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch und dann natürlich auf die Geschwindigkeit. Das ist nicht so einfach, weil ich ja immer alles spontan mache. Ich habe mich jetzt also wieder nicht vorbereitet. Aber mir macht es im Moment so viel Spaß, weil der April naht. Weil der April naht mit der mit Chicago und das alles habe ich mir gedacht, komm, mach mal sowas, versuch mal so einen Switch.
nicht nur Englisch, sondern beide darin, weil ich gehe davon aus, dass einige von euch natürlich besser Englisch unterwegs sind. Ich muss leider hier arbeiten und arbeiten ist Konzentration. I must concentration my brain to work here now and I must strain my brain to transfer English, German, German, English and so on. I make an, I hope I can go a very nice show to make around the bird. We have here crazy birds, crazy Star Wars birds, you know. So little kids are crazy. Here are in Germany, it's another thing to UK, also United Kingdom are only USA. These are only fantastic fans, your groups, or our groups are very nice to see that, to learn round about Star Wars. It's funny, it's so funny, and I do that to voices and speaking to you and switch now in Germany. Also wie gesagt, diesen Versuch, Englisch, Deutsch, Deutsch, Englisch, daraus eine Sendung zu machen, damit alle irgendwie Spaß daran haben, weil viele mich gefragt, schade, dass man keine englische Version von dir hat. Natürlich ist es schön, wenn die Amerikaner, die Engländer, auch die Österreicher diese Sendung mögen. Meine Person muss nicht unbedingt gemocht werden. Ich kann mir auch eine Maske aufsetzen, das ist klar. Weil die Anfeindung, das war gewollt. Ich wollte wissen, wer da so unterwegs ist. Und ich habe festgestellt, die unterste Sohle ist natürlich immer dabei. Und die unterste Sohle muss natürlich da Schmutzfink E-Mail schreiben. Ich habe euch das ja gesagt, dass ich darauf eingehen werde, ob das die Lurch sind, die Dirty Hobbies und so weiter. Ihr müsst, ich meine, ihr habt das jetzt, ihr habt euch geoutet und so weiter und so fort. Ihr müsst es nicht schon wieder tun. Es reicht, wenn ihr es einmal macht. Ich habe auch keine Lust, jedes Mal darauf einzugehen. Ja. Wie gesagt, das ist so. Okay. Germany voices are not so funny, English voices are too funny. I like it, I like Star Wars. I hope I make a funny show, the English show, only round about Star Wars universe. April is coming, 11th to 15th. The Star Wars Disney convention are only in Chicago. I hope I can't see that on streaming. I love Star Wars, you make, I love Star Wars, and Star Wars is our only the best of films. These are only for me films. I'm not a fan, I'm a customer, I am a dealer, are only for features and pictures and so on, but I work very hard in my shop here, in my factory, very hard, another filmmaking, photo making, copy making, roundabout. I do that very nice, and I hope I can't speaking with you. It's so fantastic. I in my first show, I have talked with Disney convention. I must cut. Yes, sir. That's the first cut show. The first cut show or only of Star Wars, the theme of Star Wars, came, people are in my factory, in my shop, then I cut this, yes? I cut voices, I cut camera, my people are going from my shop, from my factory are going out, then I make on, and I talk about with you are only yet now of figures. That's our figure Star Wars. Are only Germany, are only Disney, that are Disney figures, metallic figures from Disney. I have many of lot, and I hope you understand me, and I hope you have a very nice time for this show. It's a Germany show, I'm the oldest, 1979, I was Star Wars included. I have worked 30 years ago for promotion of figures and so on. Yes, that's the factory, that's only a shop, and I have Star Wars. And I want to speak with us round about Star Wars universe. That was the best film, another film, another story, you know. Star Wars is another, is ender.
Star Wars is switching. We are the oldest, 4, 5, and 6 universe of Star Wars, Luke Skywalker. And now we have another Star Wars roundabout. Star Wars are Vietnam, you know? Ah, yeah, yeah. That was my postman. Postman bring my cases. Cases of Star Wars. Star Wars cases, yes. Yes, yes, yes. The last of. Yeah, I can do that. I can do it. De Augustini, my Falcon. My Falcon. Ah, herrlich, now. That are my Falcon. Yeah! 100, 100, 99, 98. I can work with my Falcon. Yes, I have become my Falcon from De Augustini. That are my De Augustini. You know, Falcon. My Falcon is coming with a postman. Postman, I love it. I love Star Wars. Star Wars ever. Star Wars, my brain. Yes. I must look what that. Well, we can look. We can look to there. What I have become. Whoa. Okay. That's blue. That's only. Is a Falcon from De Augustini. You are think you have Bella, UK and USA. You have better figures. You have better things. You have better. It are only the best of America and United Kingdom. But here's Germany. I'm the oldest. I have not fans roundabout. I have not fans here. I'm very alone to make my Star Wars fantastic. I know. I know. Wow. That's great. Wow. 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 Ah, great. Great Stenair. Yeah. Ah, fantastic. Wow, for my, the great big Falcon from Star Wars came on here. Ah, they are great. This is the great Falcon, you know, the great Falcon I have. 100 from that, 100. Yes, yes, yes. Ah, I'm so great. Ah, it's fantastic. It's Star Wars fantastic. I have, it's. Okay, close. Ich komm. So, I hope are only here in Germany with my voices in English are coming to United Kingdom of America, United Kingdom of London, United Kingdom over there and in French and so on. I'm just building the Valley of Disney, De Augustini Valley, Falcon, my Falcon. Ah, I'm so glad. I'm just building the valley of the Augustini. Now I have all 100 bags and can now start to build the Falcon. Okay, Han Solo, the movie was not the hit, right? Now, but I see everything from Star Wars, just everything included the new one of Star Wars. So I need to work in my own company, in my shop for copy and media pictures because I am a movie author and filmmaker for the non-commercial movie. Do not make any money with it, but this company also likes Star Wars in the program as a decoration for these broadcasts. Yes, Star Wars is a broadcast, Star Wars is a decoration. Unfortunately, here in Germany, we do not have that many Star Wars fans as good as in the United States or only in the United Kingdom or in France. So I interrupt this work show when customers come to the shop and when I have to work for my international clients. And it should be fun that I'm important. It should be fun. I'm funny. I love. I make international customers who come here are from all over the world, but unfortunately there is a not Star Wars fan whatsoever about this show to make contacts with our other real Star Wars fans in the online world. He comes cinema, Japan, Syria, all peoples are China, Japan, Syria,
international, it's an international shop, international factory. They're round about international people are here from in my room here, and we talk about in all languages, and we make and we are figures, we have figures from Disney and so on, copies and pictures for passport and so on. I hope I say welcome to my show, welcome to Germany, welcome to my oldies, the first group of Star Wars fans, oldies, 50, 60, 70, 80 years old. It's so, we are the first of Star Wars. Hallo, einfach an wieder. Okay. My show is not the hit location. Yes. Old and old is not really hip at YouTube. Okay, my show is not the hit. Logically, yes. Old and old is not really hip at YouTube. Only is the place for the youth, 14 to 35 years old. But I wouldn't like to make a show for all people, no matter how old they are. But the Star Wars like as it is an entertainment place for all people, and that is my goal. Hope this show has fallen. Yes, I hope you have a glove. I hope you have I switched my brain to Germany. Ich weiß, dass das hier nicht der Hit ist, und ich weiß, dass es jetzt auch keinen Spaß macht, so eine Sendung zu sehen, über Star Wars zu philosophieren, aber Star Wars macht so viel Spaß. An sich, Star Wars sollte für alle sein. Für die, die es mögen, die es nicht mögen, die nur einen Teil mögen. Und daraus jetzt sowas zu machen oder überhaupt so eine Idee zu haben, das ist eine spontane Idee. Ich habe weder Drogen, ich bin weder besoffen, sondern ich habe einfach nur Spaß, wirklich, ich habe einfach nur Spaß, das zu machen, um irgendetwas zu bewegen, auch wenn es kein Geld kostet. Es kostet Zeit, meine Zeit. Es kostet auch mein Geld. Für diejenigen, die sagen, ich soll Schauspieler, oder die sagen, ich soll mich synchronisieren lassen, oder die noch frecher sind, ich soll endlich in Rente gehen. Ich weiß ja auch nicht, warum das Monster-Internet zu seinem Ort des Hasses geworden ist. Kann sein, dass es wirklich an Facebook liegt. Ja? Facebook ist so ein Ort, so merkwürdiger Ort geworden. Ich meine, ich habe auch bei Instagram gesehen, nur noch junge Leute und zu junge Leute etc., die machen da, keine Ahnung, wenn ihr das mögt, ist ja auch in Ordnung. Ja? Die machen sich da zum Clown, und wenn ihr das toll findet, ist in Ordnung. Fremdschämen ist ja in, ne? Und politisch korrekt ist auch in. Reines Deutsch sprechen, Duden, DIN 5008 ist ja jetzt bei euch auch in. Alles ist bei euch in, aber wenn man dann hinter den Kulissen guckt, ihr demonstriert für Artikel 13 bzw. gegen Artikel 13, aber nicht richtig. Ja, andere machen daraus ein Geschäft, die machen nur noch Videoclips mit Artikel 13, das merkt ihr nur nicht, aber egal, die machen richtig Schotter damit. Die machen auch deswegen, weil die springen ja so drauf, zum Beispiel der ARD, ZDF, BBS, Kanzlei, Rechtsanwalt, der macht das schon ganz schön geschickt, finde ich auch gut, er verdient sein Geld halt damit. Weil viele Anwälte machen mittlerweile solche Sendungen, und wenn ihr sowas toll findet, ist es in Ordnung. Ja? Aber wie gesagt, mit Star Wars, 42 Jahre Star Wars, und wenn man 42 Jahre dabei ist und jetzt über 60 ist, also ja, also mit 20 damit konfrontiert wurde und kein Fan wurde, sondern das große Glück hatte, damit arbeiten zu dürfen. Es war eine schöne Zeit, muss ich einfach nur sagen, weil die Leute waren freundlicher. Sie sind heute nicht mehr freundlich, sie sind halt internetverseucht, und das Internet verseucht wirklich alle Menschen. Ich hatte ja auch gerade wieder alte Menschen, denen ich dabei helfe, weil sie ja nun mal ins Internet müssen. Sie müssen online gehen, um ihre Sachen zu machen. Ja, ist halt so. So. Ja. Und ich sage jetzt Tschüss, Jungs, Mädels. No? My show is not the hit, locally. Yes. Old and old is not really hip at YouTube. Only is a place for the young people, 15 to 35 years old. But I would like to make a show for all people, no matter how old
old Sitzarbeiters, Star Wars like as it is an entertainment place for all people, and that is my goal. Hope this show has fallen. Yes, I hope so. I have switched, I make a new show only for Germany and English in the same show. USA, United Kingdom, United States of America, I have the best show, the Star Wars show. It's Disney. You have the Edge, you have Florida, you have States. It's a better world, alright. But here is Germany. It's a crumb time, yeah. Nun, Amerika hat jetzt seinen Funpark Edge und hat auch seine I hope Adventure of April Convention. I hope, I love it. The convention, Disney Convention in April 11 to 15, 11 to 15, 3 days, 4 days. We can see Star Wars, we can see number 9 work title. We heard the work title. We can see the first trailer of J.J. Abrams' last Star Wars Skywalker saga. I hope it's funny. I hope it. And by Super Bowl, it's coming the best big trailer only from Star Wars. Yes, I must cut. Hi. My last clip jetzt now. De Augustini Falcon is coming with my postman. The postman bring me the 3 bags of De Augustini Falcon. And now, the last of 98, 99 and 100 of bags, numbers. Nothing, I must nothing learn. I must not pay. Wow, wow, that's fine, I switched that in Germany, all right. Also, der Postbote war ja gekommen, habt ihr ja gesehen. Diese Idee, Englisch-Deutsch, ist eine Versuchsweise. Ich weiß, dass ich nicht gemocht werde. Es schaut oder schaut nicht, das ist mir egal. Ich habe jedenfalls den De Augustini 100 Tüten, habt ihr ja gesehen. 98, 99, 100. Und dann sagt De Augustini gerade zu mir hier in diesem ziemlich klein geschrieben, deswegen kann ich das nicht sehen. Ich wollte gerade zur Bank einzahlen, wie ich es immer mache. Da steht aber, aufgrund ihrer Vorgänge beträgt ihr Zahlungsbeitrag 0 Euro. Und sie haben ein Restguthaben von 11,99 Euro. Ich habe sogar 11,99 Euro gut bei denen. Brauche also für mein De Augustini im Rest nicht bezahlen. Und den Ständer habe ich auch noch umsonst bekommen. Der Ständer kostet normalerweise 49,95 Euro. Der Ständer habt ihr ja gesehen, dieses Wahnsinnsteil da. Und ich habe einen Warenwert geschenkt bekommen von 35,97 Euro. Ich meine, heute freue ich mich. Ob sich das nochmal ändert, weiß ich nicht, weil ich ja noch andere De Augustini Sachen da am Laufen habe. Den X-Wing Fighter, aber der wird wohl 2020, 2021 hier stehen können. Ich freue mich jetzt wirklich, wie Hulle, wie ein kleines Kind, dass ich den De Augustini für mich persönlich zusammenbasteln darf. Ich werde da auch Videoclips machen, die euch nicht interessieren, das weiß ich, aber ist mir auch egal, ich mache es trotzdem. Man lebt ja nur einmal. Man lebt nur einmal und in Rente gehen, nur weil du dazu willst, nie, mache ich nicht. Ich werde auch keinen Synchronsprecher nehmen, nur weil du dazu willst. Werde ich auch nicht. Und ich werde weiter trotzig meine Videoclips machen. Und auf diesem Wege begrüße ich total und recht herzlich Patrick Naumann, Hotel K, Zelle 7 in Bali, der noch 5 Jahre sitzen muss. 5 Jahre sitzen ist eine lange Zeit. 5 mal 12 Monate, so reichlich, reichlich. Aber ich hoffe, es klappt. Er hat auch wieder ein tolles Video gemacht. Ich finde es toll. Er hat nichts mit Artikel 13 im Hut in Bali. In Bali sieht die Welt anders aus. In Bali ist auch das Internet anders. Dass er im Knast K7, Zelle 7, da. Ich habe ihm auch gerade gesagt, er soll ein bisschen mehr Knastatmosphäre einfangen. Und die senden, dann hat er noch mehr Zuschauer. Ich meine, er hat es ja jetzt schon geschafft. Er hat 1400 Follows. Er hat seine Werbung. Er verdient jetzt sein Geld, was ich sehr gut finde. Wir haben darüber gesprochen gehabt. Ich habe gesagt, Patrick, mach sowas.
Er hatte mich gefragt, wie kann man mit YouTube Geld verdienen. Ich habe ihm gesagt, was er machen soll. Er hat es gemacht. Jupp, es klappt. Nochmal für die bösen Zungen. Ich habe noch nie Interesse gehabt, mit YouTube Geld zu verdienen. Ich mache es schon lange genug. Wie gesagt, ich gehöre nun mal zu Sir Berners-Lee und seiner Idee des World Wide Webs. Lieber etwas zu schenken, Freude zu schenken, Spaß zu schenken. Nicht den Sinn, jetzt unbedingt Geld damit zu verdienen. Ich habe ja alles, was ich brauche. Und ich habe jetzt auch, wie gesagt, mein Alter und ich mache jetzt Sendungen für die Älteren, die eh nicht zuschauen. Das ist ja schon ein bisschen problematisch, dass halt nur 15-35 im Netz und bei Instagram, bei Facebook ihr Unwesen treiben. Natürlich gibt es da auch für etwas Ältere, aber für Ältere, so alt bin ich leider noch nicht. Ich bin zwar auf dem Papier alt, aber ich bin halt vom Verhalten her noch nicht so alt, weil mir das Leben viel zu viel Spaß macht und das Leben hat also auch sehr viel Spaß gemacht, auch unter Star Wars, wie Star Wars halt noch Spaß gemacht hat. Star Wars macht jetzt halt keinen Spaß mehr durch die Verfeindungen, Anfeindungen und vor allen Dingen die da unbedingt Geld verdienen wollen oder nur den Sinn haben, mit Star Wars Geld zu verdienen, die nichts anderes im Auge haben, die keinen Spaß verstehen. Wenn man eine Gruppe einlädt, muss man sofort Gruppenmitglied werden. Man soll jeden Monat sofort 10 Euro einzahlen, sonst kommen die nicht oder so erscheinen die nicht. Schauspieler kann ich auch nicht engagieren, weil das ja nichts kostet. Ein Schauspieler kann mal 1.000, 2.000, 3.000 Euro kosten. Gage, dieses Geschäft braucht keinen. Nee, braucht nicht. Das ist reine reale Dienstleistung. Ich bin bekannt hier vor Ort. Und ich arbeite auch sehr gerne hier vor Ort. Und jetzt muss ich